Und hier, man kann es am besten sehen in Ausstellungen. Hier in Arles. Ja? À Arles. C'est, in diesem November. Ja? Au mois de novembre, bis Februar. Novembre, ja? À février. Und dies hier ist ein Witzbold. Wie Rabelais. Ja? Il est comme, un sort, il est comme ja. Rabelais. C'est ja. Un, quelqu'un qui fait des grosses blagues. Gemalt. Ja? Là, c'est un autoportrait. Er ist geboren 1860. Né en 1860. Und er schreibt hier, so werde ich aussehen im Jahre 1960. Il écrit, voilà de quoi j'aurai l'air en 1960. Und was war die Idee? Ja? C'était l'idée de Monsieur Pauval. Und hier gibt es dann also das sind jetzt Bilder von mir. Ça, ce sont des images que j'ai tournées moi. Les images de mes films. Hitler im Zirkus. Hitler au cirque. Ja. Fer noir. Ja. Filion noir. Ja. Ce sont des films. Ja. C'est un film. Mit der Musik von Rameau, Les Indes Galantes. Und diese Kinder lernen. Et ces enfants sont en train d'apprendre. In einem Meer von Krieg. Dans une, ja. Dans une mer de guerre. Ja. Das guerre. Ist hier für Mussorgsky. Ja. Alle Seelen Russlands weisen mit ihren Wurzeln, ja. Toutes les âmes de la Russie tendent avec leurs racines vers le ciel. Le ciel, ja. Und das ist von eine Variante zu einem Bild von Baselitz. Et c'est une variation Georg Baselitz. De Baselitz qui retourne toujours ses personnages. Tête bêche. Mit ihm arbeite ich sehr eng zusammen. Je travaille en étroite coopération avec Baselitz. Und habe auch ein Buch geschrieben. Et j'ai aussi écrit un livre avec lui. Über Hokusai, den japanischen Maler. Le peintre japonais. Und das ist hier eine Hommage für Baselitz, ja? Baselitz und Mussorgsky. Ja? Mussorgsky. Dans la manière d'un triptyque. Ja? Das ist eine Revolution in Belgien. Là, c'est une révolution en Belgique. Von 1831. Das, La Muette de Portici, de Aubert. La ja, Muette de Portici. War eine Oper von einer stummen Sängerin. De, ja. D'Aubert, sur une cantatrice muette. Und das Publikum hat sich so aufgeregt in der Pause. Et le public était tellement énervé, agacé, dass sie die französische Revolution ausriefen. Qu'ils ont décrété la Révolution française. Das sind sie, die sowas macht Enza. In meinem Film. Voilà ce que Ensor fait dans mon film. Das ist aus meinem Film. Extrait de mon film. Und hier ist die Revolution wird ausgerufen. Et là, on proclame la révolution. Und das ist hier eine Reklame für Schokolade. Et là, c'est ja. Une pub pour le chocolat. Und das ist für Liebigs Fleischextrakt. Et là, c'est ja. Pour l'extrait de Viandox de ja. Liebig. Ja. Aber l'opéra, ja, et la révolution. Ja. Und das ist hier zum Beispiel Anselm Kiefer. Ja? Et là, also, c'est sur un cinéma. Anselm Kiefer hat mir. Anselm Kiefer, pardon, j'ai mal entendu. Anselm Kiefer hat mir Anselm Stücke Kiefer von seinen Bildern gegeben. Qui m'a donné des fragments de ses toiles. Wir treffen ihn ja hier. On va le rencontrer. Ja. Und das nennt er Elefantenhaut. Il appelle ça la peau d'éléphant. Peau d'éléphant. Le cuir d'éléphant. Und wenn man das im Film macht, dann ist das eben ein Flugzeugträger. Quand on ja. Fait ça dans un film, ça devient un porte-avions.
der anders aussieht als in der Zeitung. Qui a un air tout à fait différent de ce qu'on voit dans le journal. Er bekommt eine literarische Farbe. On lui donne une couleur littéraire. Das ist hier die Bombe als Pflug. Eine Geschichte hiervon. La bombe. La bombe comme Pflug. Une charrue, merci. Ja. Dann ein Bombentrichter, ja, bringt viel Nahrungsmittel für das Gras. Parce que quand il y a un cratère qui a été fait par une bombe, cela apporte beaucoup de nourriture à l'herbe. Und das hier ist Bataclan. Bataclan, eine furchtbare Sache, November 2015. Und das, der Name und das Aussehen des Etablissements Bataclan kommt aus von einer Operette von Jacques Offenbach. Le nom et aussi l'air de cet établissement qui était le Bataclan, ça vient d'une opérette de Jacques Offenbach. Une chinoiserie musicale. Voilà, une chinoiserie musicale. Und das war die beliebteste Operette. C'était l'opéra le plus coté. Und deswegen 10 Jahre später, 1865, wurde das im orientalischen Stil gebaut. Et en 1865, ça a été construit en style oriental. Und ich mache jetzt hier einen Film. Et je fais un film. Der davon handelt. Qui raconte ja, der das erzählt. Cette histoire. Das ist die Geschichte eines Pariser Jungen, un garçon parisien, ja, der im Zeitalter der Imperien Kaiser von China wird. Qui devient empereur de Chine à l'époque où il y avait encore des empires. Durch Zufall. Un peu par hasard. Ja, alles ist möglich. Tout est possible. Und er kann kein Französisch sprechen. Et il ne parle pas français. Und er dekretiert als Kaiser, dass die Chinesen so sprechen, eine neue Sprache entwickeln. Et en tant qu'empereur, il décrète que les Chinois doivent développer une nouvelle langue. So wie Pariser sich vorstellen, dass Chinesen sprechen. Comme les Parisiens imaginent. Und dann kommt plötzlich zitiert der Komponist Meyerbeer. Ensuite, der Kompositeur intègre eine Zitation von Meyerbeer. Massaker aus Hugenotten. Le Massacre des Huguenots. Ja. Und jetzt wird es große Musik. Natürlich, es ist eine große Musik. Aber was für eine Idee, ja? Ein 12-jähriger Pariser, Kaiser von China, ja, de 12 ans qui devient das Volk wird gezwungen, eine neue Sprache zu lernen. Daraufhin wendet sich bedrohtes den Tyrannen, ja, mit et dem le Tod. Se retourne contre le tyran et le menace de mort. Und zum Schluss kommen alle fröhlich nach Paris. Tout le monde est heureux de venir à Paris. Das ist die Mentalität der Weltausstellung von 1851 in Londres. Und das ist bitter bezahlt, ja, so viele Jahre später. Le prix est très élevé à payer quelques années, beaucoup de. Im November 2015. En novembre 2015. Und wir ehren, ja, nicht nur indem wir Trauerkundgebungen machen und et reden. Et nous rendons hommage, pas seulement en faisant des grands discours et faire des commémorations. Sondern indem wir Literatur machen. En faisant la littérature, ça c'est. Haben wir das Lamento. Nous présentons un lamento, la marche à une funèbre. Lamentation, la marche funèbre. Die marche funèbre erzählt die ganze Geschichte. La marche funèbre raconte toute l'histoire. Und deswegen habe ich zum Beispiel gestern mit, wie heißt er? Joannet. Ja? Jean-Yves Joannet. Ja, eine schöne Konferenz Film gemacht. Ja? Nicht? Er macht das mit dem Krieg und il der Sprache des Kriegs. La guerre et le langage de la guerre. Und wir machen es mit den öffentlichen Ereignissen. Nous le faisons avec les événements publics. Das ist hier sept Virtus mortelles. Ja? Weil James Ensor macht
Bilder über die sieben Todessünden. Ein Sort für die Toile sur les sept péchés capitaux. Und hier l'espoir, ja, ist eine der tödlichen Tugenden. Et l'espoir est un des vertus capitaux mortelles. Dans ce chapitre, ja, la, wie heißt es ursprünglich? Titanic im Kino. Ja. Sie erkennt ihren Sohn. Elle reconnaît son fils. Ce sont des mots, pas des images. Ja. Oder hier, ja, eine unmögliche Rettung. Un sauvetage impossible. Denn er wird mit runterfliegen. Parce qu'il va tomber lui aussi. Und das zeige ich heute Abend. Ist es geschmort? Oder in Heinehaus. À la Besoin, ich Heine. Das sind fünf Filme. Ce sont cinq films. Ja. Also Triptychon, Quintychon. Un triptyque et là un cantique. Und das ist hier mein Vorfahr. Et ça, c'est mon ancêtre. Und dies hier sind meine beiden Engel. Et ça, ce sont mes deux anges. C'est l'ange de l'histoire de Walter Benjamin, Paul Klee. Et ce, j'ai acheté le clown, Prickle the Clown. Ja? Le clown piquant. Piquant. Bei la même clé. Le même clé. Ja? Er ist praktischer. Le clown est plus pratique. Und er ist sehr melancholisch. Et l'ange de l'espoir est beaucoup plus mélancolique. Zusammen sind sie mein Idol. Et ensemble, ja? Ça fait mon idole. Archäologen. Ce sont des archéologues. Und was ist hier? Das ist hier die Vertreibung der Juden in Spanien. Et là, c'est les Juifs qui se font chasser en Espagne. Das ist das Jahr von Columbus und das Jahr der Vertreibung, ja, der Juden in Spanien. Où on a chassé les Juifs d'Espagne. Und nur eine Verwechslung. Et vous interchangez deux chiffres. Ja. Und man ist hier. Voilà. Und das ist eine Frage. Vous changez un chiffre plutôt. Et là, c'est une question. Ja? Il correspond avec Van Gogh. Ja? Le sept, das ist, also, wie nennt man das? Hier, man muss hier aufpassen. Ja, da. Le Kran, ja. Kran, Zigarette. Le Kran fumant une cigarette. And this is Hokusai. Et là, c'est une... Canté par Baselitz. C'est Hokusai, repris par Baselitz. Pierre Baselitz. Also, das ist eine Geschichte hieraus. Là, c'est une histoire du livre. La mort de... La mort de Foucault. Le chemin vers les étoiles. Le chemin vers les étoiles. Dernier dialogue fictif. Ja. Und das ist hier ein General der Waffen-SS. Là, c'est un général de la Waffen-SS. L'artiste Thomas Tiede faisait cette image pour moi. Und die Geschichte ist die von dem Barzelewski. C'est l'histoire de Barzelewski. Ist ein sehr hoher General der Waffen-SS. Er ist ein General de très haut rang au sein de la Waffen-SS. Und er kommandierte die Tötungen. Et c'est lui qui im Jahr 1942 des assassinats im Osten. En 1942, ja. À l'est de l'Europe. Und dann bekam er eine ungeheure Hämorrhoide. Et ensuite, il a eu des hémorroïdes absolument, ja, gigantesques. Sie war nicht operabel. On ne pouvait pas l'opérer. Jeden Tag musste ihm der Kot aus dem Darm tous les jours, per Hand il geholt fallait werden. Lui enlever les selles dans l'intestin à la main. Er hatte das Gewissen. Ja? La conscience, der Rest an Gewissen. Ce qui, ja, lui restait de conscience, war ihm in den Hintern gerutscht. Était descendu dans son derrière. Ja? Wo nämlich die Babys, ja,
die erste Differenz lernen. Là où les bébés apprennent la première différence. Sie sollen machen und sie sollen nicht machen. Ils doivent faire et en même temps ils doivent pas faire. Das ist die Premiere Immanuel Kant. Ja. Und so. Aber das Gewissen war auch dort. Mais la conscience était donc site à cet endroit-là. Und das ist in diesem Bild hier, ja. Und ich bin Gegenbilder, ja. Ich bin ein Freund der Worte, ein Patriot der Worte. J'aime les mots, je suis un patriote des mots. Und ein Gegner von Bildern. Et je suis au fond un adversaire des images. Wir leben in einer Sintflut von Bildern. Parce que nous vivons de toute façon dans un tsunami d'images. Sie sind hier in einem schönen Versteck. Vous êtes ici dans une belle cachette. Das ist hier la réduit des mots. Nicht? Und wir müssen dieses verteidigen. Et il faut défendre ce genre de réduit. Gott hat 4 Wochen Gotteszeit. Le bon Dieu a utilisé 4 semaines de son temps à lui, le temps de Dieu. Quoi. Sont des milliards. C'est-à-dire des milliards, oui. Hat Worte pendant 4 semaines und Zahlen produziert. Il a produit des mots et des chiffres. Und dann hat in einer Woche et ensuite, en une seule semaine, die Welt und uns erschaffen. Il a créé le monde et nous. Also 4-1. Donc c'est une relation de 4-1. Für die unsichtbaren Zeichen. Pour les signes invisibles. Für das A. Für das A und das dunkle Aleph. Ja? Pour le A et l'Aleph. Und A, Aleph noir. Ja? Die andere Seite. La et l'Aleph noir, l'autre côté donc, de la médaille. Und so. Und das ist Literatur. C'est ça, la littérature. Und es ist nicht wahr, dass die Arche Noah Tiere transportiert hat. Et ce n'est pas vrai que l'Arche de Noé a transporté des animaux. Nach dem babylonischen Talmud wissen wir, d'après le Talmud babylonien, nous savons, dass ein Schiff mit Schriften war. Que c'était un bateau qui était chargé d'écriture. In Truhen die Schriften. L'écriture qui était dans des grands coffres. Und die Schriften wurden am Berg Ararat gerettet. Et ce sont ces écritures, ces rouleaux d'écriture qui ont été sauvés sur le mont d'Ararat.